Ganz deiner Meinung. Das wird sich ändern. Timmy, ich bin ja keiner, der sich beklagt, so wie Wanda. Aber wenn sie viel Zucker isst, dann wird sie so... Ich werde nur eigentlich, wenn ich viel Zucker esse, nämlich ein kleines bisschen. Oh nein, Zuckerschock. Lauf, Timmy, ihr Magen kann das süße Zeug nicht mehr verarbeiten. Lauf! Stark, ich krieg auch einen Schock. Hurra! Oh, niemand hört mehr auf mich. Ich fühle mich wie Wanda. Auch egal, wie die Redensart, umsehen und Tiramisu essen. Hier ist Jeff, der Schwätzer mit den Meldungen. In den Straßen herrscht nackte Energie. Der Adrenalinstoßverkehr schießt mit Lichtgeschwindigkeit durch die Stadt. Neue Weltrekorde in allen Sportarten. Und gestern habe ich 5 Opern geschrieben, während ich mein Bad renovierte. Das waren die Meldungen. Wir haben noch 55 Minuten Sendezeit. Dann laufe ich noch schnell einen Marathon. Herhören, wir fangen an mit einem Test, auf den ihr bestimmt nicht vorbereitet wart. Eins für AJ, das war's. Und jetzt laufe ich mal eben einen Marathon, doch zuerst... Helfen! Der Hammer! Ein ganzer Schultag in nur 3 Minuten! Der Dessertwunsch war der totale Hit! Nochmal, ich bin nicht dafür bekannt, eine Situation logisch zu betrachten, wie immer auch die Situation ist. Aber irgendwann wird der Energieschub durch den vielen Zucker nachlassen. Und was dann? Keine Ahnung. Es hat irgendwas zu tun mit Gewicht. Ich hab's, man wird dick, wenn man zu viele Süßigkeiten isst. Nein, das ist es nicht. Bist du sicher? Hallo, Timmy! Du drückst mir die Luft ab! Du wirst noch den Bus verpassen. Du rollst augenblicklich die Treppe runter, junger Mann, oder du kommst zu spät. Was? Nein, warte! Sollen wir Timmy nicht begleiten, nur für den Fall, dass er etwas braucht? Na gut, dann los. Ach, weißt du, wenn er uns wirklich nötig hat, kann er uns ja holen. Ich bin froh, dass du so denkst. Hast du Weisheit mit Löffeln gefressen? Zumindest leben wir jetzt in einer Welt, wo sich niemand mehr darüber lustig macht, wenn man ein Fettkloß ist. Hey Leute, seht mal, da ist der Dünne. Kommt, wir sperren den Kerl in den Spind, weil er so fit ist.